KPS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zur Samstagsausgabe des deutschen Programms von KPS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend hören wir Anne Stern-Koh und Jan Würz durch die Hörerecke. Gute Unterhaltung, nun hören Sie die Nachrichten. Zweite Runde des innerkoreanischen Familientreffens begonnen. Von Ultraschalltrainer G50 nach Usbekistan verzögert sich. Kein Ende im Streit über Geschichtsschulbücher in Sicht. Die zweite Runde des innerkoreanischen Familientreffens hat am heutigen Samstag im nordkoreanischen Kyungang-Gebirge begonnen. Gegen 9 Uhr fuhren die 254 südkoreanischen Teilnehmer aus 90 Familien mit einem Bus in den Norden, um ihre dort lebenden Verwandten wieder zu sehen.